Ja, jetzt sind wir im Moment gerade auf der Neuedinger Duld. Es neigt sich langsam dem Ende zu, aber ihr seht, wir haben super Stimmung, wir haben super Wetter, wir haben noch ein paar Stunden, dann kommt es zum Feuerwerk und jetzt gehen wir noch ein paar Stimmen einsammeln. Fix, du bist ja im Stadtrat auch zuständig für die Feste, unter anderem auch für die Bartelmeduld. Wie hat es dir denn gefallen? Ja, als Referent natürlich eine Herausgabe so, oder eine Aufgabe, so eine Duld zum Stimmen. Aber man freut sich doch, wenn man jetzt rundherum schaut. Ich weiß jetzt nicht, ob man es hinter mir sieht. Die Leute sind da, deren Essen, deren Trinken. Was mir ganz wichtig ist, in der Duld redet man miteinander. Und beim Reden lernt man die Leute kennen. Genau so ist es. Also ich war ja selber auch ein paar Tage da. Genau wie du natürlich auch als Referent. Also ich finde, es ist wieder mal super gelaufen. Hast du schon von den Gästen auch schon was gehört? Was die Gäste sagen, es wird immer wieder gelobt, die Küche vom Baumann Hubert, das darf man auch wirklich sagen, weil er wirklich gutes Essen hat. Heuer muss ich wirklich sagen, unser Braumeister, der Hag-Harald und der Müller-Reini, ein hervorragendes Festbier, lobt jeder heuer, ein bisschen schwer ist. Nach der zweiten Masse wird die Zunge schon ein bisschen frei. Aber das macht ja nichts, weil genau für das sind ja Volksfeste da. Was wird denn dein nächstes Volksfest sein nach der Bartelmeduld oder fährst du jetzt in Urlaub? Nein, in Urlaub fahre ich leider nicht, das geht sich heuer nicht ganz aus. Als Referent gehört es natürlich, dass wir alle Einladungen, die wir für die Landkreistage bei uns und im Landkreis Altötting und Mühldorf kriegt, überall hinfahrt und auch die Dulden, die Volksfeste besucht. Das gehört sich natürlich, was in meinen Augen sehr, sehr gut ist. Ich habe zuvor mit dem Sicherheitsdienst geredet. Die haben gesagt, eine der friedlichsten Dulden, die sie jemals gehabt haben. Sie haben nahezu nichts zum Arbeiten gehabt. Also ich denke auch, was ich so mitbekommen habe von den Gästen, ist super gelaufen. Also im Vergleich zu den letzten Jahren habt ihr richtig aufgebaut. Ja, wir haben am Konzept gefeilt und was auch ganz, ganz toll angenommen wurde, das ist am Sonntag der Tracht- und Handwerkermarkt gewesen. Sensationell. Also waren wir alle überrascht, dass der so einen Zuspruch hatte. Also ich war ja auch zufälligerweise da am Sonntag, haben wir das auch angeschaut und ich war wirklich überrascht. Also Respekt, alles richtig gemacht. Kann man euch nur gratulieren, macht ihr das nächste Jahr wieder. Ich gehe mal davon aus, dass das ein fester Bestandteil wird. Und da ein herzliches Dankeschön an die Irmi Rauschek und an die Heike Winzel, die das Ganze organisiert haben. Also Hut ab, klasse gelaufen. Kannst du dein eigenes Bier noch sehen oder ist schon gut jetzt? Ja, ich bin ein Bierliebhaber. Obwohl ich heute das Trachtl-Outfit habe und noch ein paar Einsatzstunden im Weinzelt habe. Aber das Bier ist für mich unverzichtbar. Genau so soll es sein und ich denke, jetzt genießen wir noch die letzten paar Stunden, genießen ein schönes Feuerwerk. Und dann lassen wir die Duld schön ausklingen. Und dann freuen wir uns aufs nächste Jahr. Dann freuen wir uns aufs nächste Jahr, genau. Gegenüber von mir noch eine von den wichtigsten Personen und zwar ein Hubert Baumann, ein Festwirt von Neuding, von der Bartelmeduld. Hast du noch irgendwelche Wünsche für die letzten paar Stunden? Dass alles so friedlich ausgeht, wie es so gegangen ist und wie es gelaufen ist. Und an alle auch in Zukunft so gut drauf haben und auf ein ganz gut an alle Leute, die so brav gekommen haben und uns unterstützt haben. Ein Traum. Bist du zufrieden mit den letzten 6 Tage waren es? Absolut zufrieden. Und für nächstes Jahr? Schauen wir nochmal, dann sehen wir es schon. Weil wenn ich jetzt Ja sage, bringt mich meine Frau um. Hat deine Frau da mehr zu sagen wie du? Das ist die goldene Hand in der Küche. Und wenn sie Ja sagt, dann haben wir wieder dabei. Genießen wir noch die letzten paar Stunden und sehen uns nächstes Jahr wieder. Und ich möchte noch von ganz kurz sagen, zum Beispiel auch bei Müllerbrei, bei meinen ganzen Lieferanten, die wollen alle zu uns helfen, beim Personal und aber hauptsächlich bei unserer Kundschaft, die wollen wirklich uns 6 Tage lang bei stürmischen Gewitter, haben sie auch noch gekommen und trotzdem, und waren da,
Vor Kreuzgott. Dann sage ich nochmal vielen Dank, Reini. Dann trinken wir.